Ja, hallo zusammen, hier ist die Chrissy. Ja, ich wende mich jetzt an euch, ihr lieben YouTube-Kanalbetreiber. Und zwar ist mir seit einiger Zeit etwas Merkwürdiges aufgefallen hier bei YouTube. Ihr seht hier jetzt unter anderem einen Ausschnitt des Kanalbetreibers Cluster Vision. Der hat seinerzeit mal das Video eingestellt. Und zwar geht es da um das Attentat in Boston. Hat wohl darüber eine Analyse erstellt und dieses Video, wie gesagt, eingestellt. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ist dieses Video exakt 29 Minuten und 39 Sekunden lang. Und beim ersten Mal, als ich dieses Video aufgerufen habe, ist mir Folgendes passiert. Und das verstehe ich jetzt irgendwo nicht ganz und würde natürlich von euch wissen, ob euch Ähnliches passiert ist oder es kann ja nicht an meinem Rechner liegen. Schaut doch selbst. Das ist also jetzt auch nochmal eine Aufnahme, eine Bildschirmaufnahme. Und zwar war ich dort in der Kommentarfunktion dieses Videos und bin da bei 6 Minuten 20 stehe ich da gerade. Und hier kann man also auch unschwer erkennen, dass dieses Video, das ist ja hier von YouTube eingetragen, da kann ich ja nichts dran ändern, also kann das ja nur an YouTube liegen, dass dieses Video, wobei das das gleiche ist, was ihr vorhin gesehen habt, hört auf praktisch bei Minute 9:16, also 9 Minuten und 16 Sekunden. Und das ist merkwürdig und das ist nicht das einzige Mal, dass so etwas passiert. Das ist mir vorher ja eigentlich auch schon passiert, nur da habe ich nicht dran gedacht, das irgendwie abzufotografieren und mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber seht weiter. Ich folge dann mit dem Video und zwar geht es hier um Hoeneß muss Präsident werden oder bleiben, wie auch immer. Ist auch von Cluster Vision. Ja, und hier stoppt das Video bei Minute 3:17, komischerweise. Und die nächste Aufnahme, dann habe ich natürlich wieder gedrückt, wollte das, mir das komplette Video ansehen. Und hier in dieser Aufnahme kann man gut erkennen, stoppt das bei 4 Minuten 8. Das ist jetzt nicht nur bei Cluster Vision der Fall, sondern auch das nächste Beispiel ist beim Dete von Vecchius Radio. Und zwar kann man hier wunderbar erkennen, dass seine Sendung 2 Stunden, 6 Minuten und 42 Sekunden ursprünglich dauerte. Und beim Anschauen des Videos machte YouTube, gehe ich mal schwer von aus, wieder einen Cut. Und gibt mir hier die Information, dass dieses Video nur 13 Minuten und 37, beziehungsweise die Sendung vom Dete, 13 Minuten 37 lang ist. Und das kann es irgendwo nicht sein. Und ich folge aber dann auch direkt mit dem nächsten Beispiel. Das ist also eine große Katastrophe. Und ich hätte natürlich von euch gewusst, ob euch das ähnlich ergangen ist oder ähnlich geht. Ja, und ich bin schon gespannt, ja, welche Antworten ich bekomme. Wir gehen dann direkt weiter zum Honigmann, beziehungsweise zu den Nachrichten vom Honigmann vom 30. April. Hier war die erste Einstellung oder die Originallänge dieses Video 21 Minuten 45. Und hier kann man ja wunderbar gut erkennen, dass der hier bei 2 Minuten 43 gestoppt hat. Bei der nächsten Aufnahme bei 3 Minuten 47 und die darauf folgende Aufnahme bei 3 Minuten 3. Das heißt also, ich habe also jedes Mal neu gestartet, aktualisiert die Seite und ewig bin ich auf andere Daten gekommen, beziehungsweise auf eine ganz andere Länge des Videos und habe mir dann die Mühe gemacht, habe das Camtasia-Studio, welches ich hier habe, benutzt und ja, habe den Film, den Bildschirm praktisch abgefilmt. Und da kann man hier in der Einstellung wunderbar erkennen, dass dieses Video tatsächlich nur 3 Minuten 3 läuft. Moin. Die Honigmann-Nachrichten vom 30. April 2013, Nummer 83, Asien.
Security in den letzten Jahren wirklich gehamstert hat. Nick Nayak von Homeland Security fertigt die Politiker mit dem lapidaren Erklärung ab, dass die Behörden damit bloß Kosten sparen wolle. Völliger Blödsinn. Es ist was im Anrollen, das wissen wir. Teheran. 7 Wochen vor der Präsidentenwahl im Iran hat der frühere Präsident Rafsanjani seine Nachfolger Ahmadinejad scharf angegriffen. Der Iran habe unter dessen Führung bittere Jahre erlebt. Ja, mittlerweile ist es zum 5. Mal passiert hier, stehen geblieben, einfach aus heiterem Himmel. Ihr konntet gerade noch sehen, die richtige Zeit war angegeben. Der Balken bewegte sich zwar ziemlich schnell, ich hatte mir das schon gedacht, dass das wieder hier gestoppt wird. Also diesmal bei 3 Minuten 47. Jetzt mache ich mir natürlich meine Gedanken. Ja, ich mache mir meine Gedanken, wieso etwas kann. Und zwar ist das ja jetzt nicht das erste Mal. Das passiert mir in letzter Zeit unheimlich oft. Ich starte das jetzt nochmal mit euch neu hier. Ich mache das mal ganz weg. Moment, ich muss mal eben hier den Kommentar hier. So, ich mache den weg. Prost. Praktisch den Honig mal neu auf. Ihr seht, er steht auf 21,45. Mal schauen. So, jetzt bewegt der Balken sich etwas langsamer. Verräter, komme vor Gericht. Moskau. Es gibt offensichtlich Staaten, denen jedes Mittel recht zu sein scheint, um das syrische Regime zu schieb den Balken jetzt einfach mal weiter. Mal schauen. Dann geht er wieder zurück. VR.RU-Match. 2-1. Also sowas. Das geht hier. Nichts an YouTube, nichts an der Telekom, nichts an der BRD-Zensur. Woran nichts? Eine weitere. Vorstellung der Lage. Wen halten. So, ich mache jetzt mal aus. Und so weiter und so fort. Ich wollte eigentlich nur von euch wissen, ob irgendjemandem da draußen das ähnlich geht. Also, ich habe totale Schwierigkeiten. Jetzt nicht nur hier bei YouTube, eigentlich auch in vielen anderen. Dahergelaufenen und nach dem Mund redenden Organisationen oder Parteien. Ich habe jetzt ausgemacht. Jetzt geht die Hose, glaubt mir. Ganz klar. Ich habe ausgemacht. Jetzt macht doch aus, verdammt nochmal. Duisburg. Guckt euch das an. In Duisburg sprachen Anwohner vor kurzem mit Landtagsabgeordneten über das sogenannte Problemhaus. Ein laut die Welt von Urinduft umwehendes Mietshaus mit einem Müllhügel. Die Bewohner würden nachts laut schreien, so, ich mach mal Fäkalien aus, ja, also aus meldet euch, wenn ihr ähnliche Probleme Nachbarn anpöbeln. Mehrere solcher Problemhäuser gäbe es in Nordrhein-Westfalen. Billige Mietsbaracken, in denen teilweise nicht. One. Die Begrenzung von Flatrates ist das Ende des freien Internets. Die Behauptung, dass Leitungen überlastet seien, ist eine Lüge. Macht das Vorgehen der Telekom-Schule, kommt dies einer Zensur des Internets gleich. Ja, jetzt hätte ich natürlich gerne gewusst, ist es die Telekom, habe ich der Telekom das zu verdanken oder der Bundesrepublik Deutschland und deren Zensur, keine Ahnung, also ist schon recht merkwürdig alles, oder? Internetverkehr nicht standhalten, völliger Quatsch, das sind Daten, das ist kein Strom. Die Traffic würde angeblich immer höhere Kosten verursachen, das ist nichts anderes als Betrug.
ja, dazu sagen, das ist Betrug. Ja, genau, Honigmann. Die Aktion dient einzig der Zensur. YouTube und Co. wackeln in Zukunft oder laufen gar nicht mehr. Ja, und genau das habe ich nämlich seit Tagen hier in meinem PC. Es wackelt und hackelt und komischerweise grundsätzlich bei YouTube. Wenn wir noch bestimmte Inhalte, tja, was sagt uns das? Andere nur langsam oder gar nicht mehr. Ja, Zensur, so. Kontrolle, ganz ja, klar. So ist es. Und mehr abgreifen für Datenwanderer. Schweinepriester da, du Mann, das verdammte Scheiße. Das ist ein ungeheurer Affront, nicht nur gegen die Freiheit des Internets, sondern auch gegen die Freiheit selbst. Es ist deshalb notwendig, mit aller Härte gegen dieses Ansinnen vorzugehen, forderte Sommersonntag. Also mich würde schon interessieren, ob jemand anders dieses Problem, was ich jetzt hatte, was ihr gesehen habt, auch hat. Bitte gebt mir ein Feedback. Danke. Nicht das Freuen, nicht das Leiden. Stellt den Wert des Lebens dar.